Wie um alles in der Welt finde ich gute Freunde mit einer App? Wir wollen mal nachschauen. Und zwar gebe ich ein Freunde finden im App Store. Und tatsächlich, es gibt eine App, um Freunde zu finden. Freunde finden Find Me. Ja, die zweite ist Hope. Ja, sowas wie Hoffnung. Finde neue Freunde. Und das hat richtig viele Bewertungen. Aber ganz ehrlich, Freunde in der App zu suchen, klingt doch verzweifelt. It's too late now to turn around and back again. Wie viele Leute kennst du mit Namen? Statistisch gesehen kennt jeder Deutsche 1500 bis 2000 Leute mit Namen, aber würde sagen, nur 3 davon sind wirklich seine Freunde. 17% aller Befragten würden sagen, dass sie gar keine Freunde haben. Das heißt, fast ein Fünftel aller Menschen in Deutschland haben keine Freunde. Mein Insta-Profil prahlt mit 1100 Abos, aber Real Talk, wahrscheinlich habe ich nur 3 wirklich gute Freunde. Freundschaft, wie wichtig ist es, echte Freunde zu haben? Freunde, die mit dir durch Himmel und Hölle gehen. Freunde, die zu dir stehen, wenn alle anderen den Rücken drehen. Freunde, die dich so lieben und annehmen, wie du bist. Ein Leben ohne Freundschaft, kaum vorstellbar. Wie finde ich echte, wirkliche Freunde in einer oberflächlichen Welt? Ich habe dir ein Zitat mitgebracht und zwar: In der Luxuslimousine fährt gern jeder mit, aber du brauchst Menschen, die mit dir Bus fahren, wenn die Limousine liegen bleibt. Auf den Punkt gebracht, wenn Menschen dich nur feiern aufgrund von Aussehen, Beliebtheit oder Geld, dann werden sie dich nicht mehr feiern, wenn all das nicht mehr da ist. Dementsprechend ist es kein gutes Fundament. Lass uns mal in die Bibel schauen. In Sprüche 18, Vers 24 heißt es: Viele sogenannten Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Was tut ein echter Freund? Er sagt dir, wenn deine Frisur scheiße aussieht. Er sagt dir auch, wenn du dich mal schlecht verhalten hast. Und vor allem zeigt er dir den Popel, der auf deiner Nase klebt. Auf Deutsch gesagt, er fährt mit dir Bus, wenn die Limousine kaputt ist. Ehrlichkeit und Loyalität kennzeichnen ihn. Er erzählt dir nicht nur, wenn du in der Scheiße drin bist und versucht dir rauszuhelfen, sondern er geht mit dir durch die Scheiße durch. Warum brauchst du einen echten Freund, eine echte Freundin? Weil durch ihn oder durch sie deine Stimmung verbessert wird. Du kannst mit deinem Freund über alles reden, während du mit deinem Pastor, deinem Mentor oder deinen Eltern nicht über alles reden kannst. Er hat immer ein offenes Ohr und hört dir gern zu. Ein echter Freund und eine echte Freundin kann dir auch helfen, deine Ziele zu erreichen. Er ermutigt dich, er stärkt dich, er bringt dich voran, weil er möchte, dass du in deinem Leben erfolgreich bist. Freundschaft reduziert auch den Stress und verringert Depressionen. Ja, der Tag war lang, die Schule war langweilig, endlich zu Hause, Discord. Endlich kann ich alles sagen, was ich den ganzen Tag eigentlich sagen wollte. Und zu guter Letzt, du hast Unterstützung in schweren Zeiten. Ja, vielleicht gehst du durch Krankheit, hast keinen Job oder irgendein Mädchen oder ein Junge hat dir dein Herz gebrochen. Kein Problem, dein Freund ist da und er trägt dich in diesen schweren Zeiten. Das sind so Gründe, warum du einen guten Freund, eine gute Freundin unbedingt brauchst. Aber jetzt, wie finde ich diesen Freund oder diese Freundin? Das erste ist, sei du selbst der Freund oder die Freundin, die du haben möchtest. Frag dich selbst, ob du die Erwartungen, die du an deinen Freund oder deine Freundin hast, auch selber erfüllst. Das zweite ist, Freundschaften müssen aktiv gebaut werden. Ja, wie Bob der Baumeister. Du musst etwas tun. Interessier dich für deinen Freund oder für deine Freundin. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der ist immer Rennrad gefahren und ich dachte mir immer so, boah, ist das eine coole Sache oder nicht, und eigentlich hat es mich gar nicht so gejuckt, bis ich mal angefangen habe, mich wirklich dafür zu interessieren, und schwuppdiwupp, heute bin ich Nils Armstrong und fahre auch Rennrad, weil ich angefangen habe, mich für ihn aktiv zu interessieren, und das hat unsere Freundschaft vorangebracht. Plan, coole Aktion, der Berg ruft, ich rufe zurück, gemeinsame Aktivitäten verbinden, macht etwas, was euch beide extrem begeistert, und du wirst merken, es wird euch zusammenschweißen und eure Freundschaft wird dadurch an Tiefe gewinnen. Und das dritte ist, sprich bewusst Dinge an, die du an dem anderen feierst. Zum Beispiel sag, hey, du hast
echt einen gut aussehenden Look. Ja, dein Style, den würde gern jeder haben. Aber sprich auf der anderen Seite auch Dinge an, die dich nerven in der Freundschaft. Das Ziel von dem allen, helft euch, besser im Leben zu werden und vor allem das umzusetzen, was Gott für euch vorhat. Freundschaften müssen aktiv gebaut werden. Und was ich dir wünsche, ist, dass du richtig starke, tiefe Freundschaften hast, die dich tragen, die dir Halt, Hoffnung und Hilfe geben, wo du dich ausschütten darfst, wo du ehrlich sein darfst. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like, ein Abo, ein Kommentar da, mach die Glocke an und dann freue ich mich auf das nächste Video hier auf diesem Channel. Ich bin nicht lost, ich habe Freunde.